So, und das Dingens steht hier. Wunderbar. Das heißt, wir können hier das zum Krankenbett machen. Und dann das Dingens hier werden wir mal dort installieren. So, wunderbar. Das sollte dann passen. Da haben wir hier wirklich unsere Krankenstation. Hier müssten wir halt noch den anderen Zugang legen. Das können wir noch machen. Strukturen. Jetzt haben wir ja genug Strom aus Granitblöcken. Jawohl. Und dann bitte einmal so machen, dass die dann nicht hier einmal außen rumlaufen müssen, wenn die mal füttern wollen oder so. Das wäre ganz wichtig. Großhändler ist am Start. Okay. Großhändler ist, glaube ich, wichtig, weil ich glaube, beim Großhändler können wir Teufelsgarn verkaufen. So, lass mal schauen. So, Teufelsgarn, genau. 3,12, das ist ein guter Preis. Komm, da tun wir alles verhökern. Müssen allerdings einkaufen, weil so viel Kohle hat der gar nicht. Schade. Aber da können wir Stahl auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre eine Maßnahme. Oder, was hat er noch? Müssen wir halt mal gucken. Labrador. Okay. Nee. Sind auch nur Weibchen, leider. Wir brauchen ein Männchen, Mensch. Auch weiblich. Oh, guck mal, hier ist ein Männchen. Der ist zwar schon sehr alt, ich weiß nicht, ob er noch, ob er es noch schafft, sozusagen. Man könnte es natürlich probieren, oder? Mit 11 Jahren, ob er da nochmal zeugen kann, ich weiß es nicht. Die werden nur 12. Also, ja, notfalls war es halt Geldverschwendung, aber wir probieren das auf jeden Fall. Wir nehmen den mit. Vielleicht kann der für Nachwuchs sorgen. Ja, wäre schon ganz schön. So, Stahl müssen wir einkaufen. Dann nehmen wir mal alles mit, was geht. 1243, das ist in Ordnung. Und ansonsten, ja, Blassstahl brauchen wir im Moment noch nicht kaufen, auch wenn der Preis günstig ist. Aber egal, nee, lassen wir erstmal so. Medizin kaufen wir auch nicht, das bleibt auch so. Und Titanium, ja, haben wir im Moment noch ein bisschen was da. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt jetzt kaufen. Nee, sollte so in Ordnung gehen. Guck mal, da haben wir einen Haufen Stahl bekommen. Sehr schön, können wir dann alles verbrutzeln. Das wird noch nicht mal reichen, um hier einen der Räume fertig zu kriegen. Aber naja. Erstmal wieder ein bisschen was rangekarrt. So, der Teppich hier ist fast fertig. Wunderbar. Sehr schön. Dann ist das der obere Teilbereich hier erstmal soweit schon mal schön gemacht. Dann wird hier unten sich noch drum gekümmert. Wunderbar. Wir müssten eigentlich auch die Zimmer noch mal ein bisschen ausgestalten. Also, ich könnte mir hier durchaus vorstellen, hier noch das ein oder andere mit reinzustellen. Rein möbelmäßig. Man könnte zum Beispiel solche Sessel einfach mal mit dazustellen. Allerdings. Ja, dann lassen die sich natürlich nur aus Fell, Leder oder Stoff herstellen. Und davon haben wir von jeder Sorte eigentlich nicht ganz so viel und den Stoff will ich jetzt dafür nicht unbedingt verschwenden. Man könnte, was kann man denn noch reinstellen, dass es einfach ein bisschen belebter aussieht. Ja, es fehlt so ein bisschen die Deko-Sachen, habe ich das Gefühl. Man könnte so ein Holzregal noch mit dazustellen, das wäre eine Maßnahme. Warte mal hier, Holz. Da werden dann halt allerdings Waffen drin gebunkert oder Kleidungsstücke oder sonst irgendwie was. Ich glaube, ja, anderes ist da gar nicht möglich. Wir stellen mal einfach mal eins hier rein. Ich will mal gucken, was da möglich ist bei so einem Regal. So, der Teppich ist auch fast fertig. Wunderbar. Wir haben noch 690 Stoff gerade, nicht mehr ganz so viel. Das wird gerade im Reichen für ein Zimmer noch, wenn ich das richtig beobachte. Warte mal, wo haben wir es denn? Böden. Und roter Teppich, genau. Lass mal gucken. 455 kostet das nochmal. Okay, das haben wir gerade so. Also ja, sage ich ja, ein Zimmer kriegen wir damit noch auf jeden Fall ausgestattet. Und vielleicht noch ein Teil eines zweiten Zimmers. Da müssen wir mal schauen. Aber das wird ja auch nach und nach. So, was haben wir hier? Krankheit, Pest, nein. Zum Ort springen. Bei Jack. Ernsthaft? Körper. Pest, leicht unbehandelt. Okay, du kriegst die ganz normale Medizin. Du legst dich ins Krankenbett. Da brauchen wir auch mal eine Heizung noch mit drin und Licht und alles Mögliche. Und wer hat noch die Pest bekommen? Lass mal schauen. Okay, das ist, glaube ich, der hier. Gut, das ist ein Gefangener. Das stört uns jetzt eher weniger. Hauptsache unsere Kolonisten überleben das so halbwegs. Gut. Aber sollte machbar sein. So, was wollte ich gerade? Ich bin gerade irgendwie abgestorben. Großhändler war da, Piratenhändler war da. Okay. Und Mo, wo steckst du gerade? Was machst du gerade? Trainiert Gigi. Will nochmal mit dem Großhändler gucken. Ob wir nochmal was verkaufen können oder so, ob ich irgendwas übersehen hatte. Hier die Felle zum Beispiel. Genau, Affenfell können wir verkaufen. Alpaka-Leder und so weiter und so fort. Hasenfell. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Stoff nicht verkaufen. So, das können nochmal weg. Und ansonsten, das behalten wir natürlich alles. Das brauchen wir noch. Gut. Nee, sollte passen soweit. Okay, nee, passt alles. Annehmen. Nochmal ein bisschen Silber bekommen. Ja, nicht viel, aber geht schon.
Hier müssen wir auch nochmal eine Tür reinzimmern übrigens. So, ihr braucht Heizung, oder? Wie warm haben wir es denn hier drin? 0 Grad, minus 2 Grad. Ja, wir brauchen definitiv eine Heizung. Jetzt haben wir ja, wie gesagt, genug Strom. Da setzen wir hier auf jeden Fall eine Heizung hin. Und beim Möbel, eine Stehlampe hätte ich gerne, dass wir hier zumindest mal eine mit dazu stellen. Und vielleicht hier neben das Bett auch nochmal eine. So, dann hätten wir das schon mal. Hier brauchen wir auch noch eine Heizung drin. Aber wir brauchen andererseits auch Licht drin. Machen wir das mal so, dass hier eine Lampe steht und hier eine Lampe steht. Dann brauchen wir die für die Temperatur eine Heizung, die kommt dorthin. So, dann müsste das Ding jetzt dort noch, warte mal, das sehe ich gerade. Da muss der Boden noch eingelegt werden. Da setzen wir die Metallfliese rein, das sollte passen. Papier ist die schon drin, genau. So, das hätten wir. Was macht denn Erna da? Erna wartet auf was? Pest ist behandelt. Weiß nicht, was Erna macht. Okay, die hat irgendwie festgebackt. Keine Ahnung, was da los war. Gut, auf jeden Fall, das haben wir soweit einen Auftrag gegeben. Lampen genauso. Und haben wir hier eigentlich Strom verlegt? Ja, haben wir. Irgendwie ist die Tür hier dämlich verbunden. Kann das sein? Neu verbinden. Oder die Tür. Ich weiß es nicht, welche von beiden das gerade war. Jetzt müsste es aber auf jeden Fall besser sein. Lass mal schauen. Jawohl, sieht gut aus. So, irgendwas wollte ich noch hier reinlegen. Ich glaube, ein paar Blumentöpfe wollte ich noch reinlegen, aber wird schon langsam überfüllt hier, habe ich das Gefühl. Ah nee, wichtiger als Blumentöpfe. Warte mal, wo haben wir es? Diverses. Genau, das Ding. So, ich glaube, das müsste so stehen. Machen wir hier auch. Heizung wäre fast am wichtigsten, wenn wir die jetzt hier mal reinbekommen würden. Einfach für Jack, dass der nicht im Kalten hier drin liegen muss. Ja, gut, tu erstmal frühstücken, ist auch in Ordnung. Aber Heizung bauen wäre auch cool. Nein, Heizung bauen. Immer noch. Ach Mensch. Der baut immer noch nicht die Heizung, würde ich denken. Der kümmert sich um irgendwas anderes, aber nicht um die Heizung. Nee, Tatsache. So, wir werden angegriffen. Ach Mensch, lass mal gucken. Alter. Eins. Alter, wie viel sind das denn? Kann ich nicht sehen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kommt ihr wenigstens richtig rein? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Weil ich glaube nicht, dass ihr euch die Mühe machen werdet, weiß ich nicht, hier lang zu laufen, um dann hier reinzukommen. Ich denke, ihr wollt hier lang oder in dem Fall dann halt hier oben rein. Joa, okay, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, glaube ich, was die Verteidigung angeht. Wir müssen dazu auch die Squads nochmal verändern. Wir hatten doch den Mo, glaube ich. Warte mal, lass mal rausgehen hier. Er hat noch den Mo, glaube ich, diese Waffe in die Hand gedrückt. Genau. Der ist, glaube ich, noch nicht in diesen Squads mit dabei. Richtig. So, das heißt, das sollten wir mal machen. Mo, komm mal mit dazu. Okay, wunderbar. Hätten wir. Und jetzt müssen wir natürlich nebenbei erstmal gucken, wo die jetzt reinkommen wollen. Die laufen auf jeden Fall nach oben. Na gut, aber da haben sie auch gar keine andere Chance gerade. Oder die sammeln sich erstmal. Das kann auch sein. Ich glaube, die sammeln sich. Okay. Warte mal, Penny. Du bist eine wahnsinnig Flotte. Lauf mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade sinnvoll ist. Immer was testen. Ich weiß auch gar nicht, wie weit die Range von dem Teil hier ist. Müssen wir gleich nochmal gucken. Information. 60 Meter Range. Okay, das ist richtig heftig. Vielleicht können wir schon im Vorfeld ein bisschen ausschalten. Okay, einer ist weg. Und Penny wird angeschossen. Okay, Penny, Rückzug. Ruht sich aus. Was hast du abbekommen? Warte mal, lass mal gucken. Ich hoffe, nichts abgeschossen oder so. Nee, geht noch. Ist nicht ganz so wild. Aber guck mal, da ist schon mal einer weniger. Das ist doch auch schon mal ganz nett. Warum nicht? Sehr gerne sogar. Gut, vielleicht schafft es Penny, sich sogar nochmal zu erholen vorher. Man weiß es nicht. Man wird es herausfinden. Heizung kommt jetzt hier auch endlich rein, na Gott sei Dank. Dann müsste die Temperatur dann demnächst auch wieder passen. So, die starten ihren Angriff, wenn ich das richtig lese. Ja, die starten ihren Angriff. Wir müssen Sarah auf jeden Fall hier hinstellen. Timmy hier hinstellen. Penny lassen wir jetzt erstmal sein. Axel kommt mit. Jack kommt mit. Copsey kommt mit. Und Edelgard kommt natürlich auch mit. Genauso wie Erna. Und genauso wie Mo. Den stellen wir einfach mal, ja, auch erstmal nur dorthin. Müssen wir mal gucken. Die Frage ist halt, wo die reinkommen. Das ist das Problem, was wir jetzt erstmal klären müssen, wo ihr durch wollt.
Kann natürlich sein, dass die versuchen ja, sich durch die Wand zu boxen. Man weiß es nur nicht. Mein Paar wollen eventuell unten lang. Eventuell. Okay. Ne, die kommen hier oben rein. Ich glaube, die versuchen es dort oben lang. Sandra will hier unten lang. Das ist aber halt zu wild, weil ich glaube, die Geschütze laufen noch. Das heißt, das ist jetzt nicht das Problem. Nee, so richtig entscheiden können sie sich noch nicht, habe ich das Gefühl. Okay, wer hat hier die Tiere? Das ist ungünstig. Wem können wir die denn mal anvertrauen, die Tiere? Das soll nicht Mo haben. Das soll irgendjemand haben, der keine Waffe hat. Ist Krupp hier mit dabei? Nee, Krupp... Wieso ist Krupp denn nicht mit dabei? Warte mal, habe ich den übersehen? Der ist nicht in der Liste mit dabei. Aber Krupp trägt eine Waffe. Hm, interessant. Krupp, dann kommst du natürlich auch mit. Nur vorsichtshalber. So, wer kann denn hier noch? Steven? Steven, du kriegst die Tiere. Oder wir können auch halt auch nichts machen, ist auch möglich. Da machen wir auch nichts. Hm, ist einfacher. So, dann müsste Mo sich auf jeden Fall verstecken. Irgendwo hinstellen, wo er nicht direkt getroffen wird. Das wäre eine Maßnahme. So vielleicht. Ja, weiß ich nicht. So, da geht das Gefecht schon ordentlich los, glaube ich. Die brennen. Das ist schon mal ganz nett. Ja, also ich glaube, das kriegen wir hin. Die werden jetzt hier abgefackelt nach und nach. Hm. So, der eine ist schon mal K.O., der liegt schon mal. Müssen wir nur aufpassen auf Tazia. Genau, die will nämlich das Feuer löschen. Das darf sie nicht. So, wie sieht's generell aus? Was machst du hier unten? Du versuchst dich durch die Wand zu bohren. Okay, das wirst du nicht schaffen. Glaub mir. Hm. Okay, der Rest ist schon wieder auf der Flucht. Das ist perfekt. Dann kann Tazia auch wieder machen, was sie möchte. Ihr natürlich ebenso und Krupp ebenso. So, und Krupp müssen wir auch noch in das Squad mit aufnehmen. Wo haben wir es? Hier. Verteidigung. Krupp bitte auch mit dazu. Da ist eigentlich nur Steven und Tazia übrig, die nicht in diesen Squad mitkämpfen. Interessant. So, hier, ihr dürft alle vergraben werden oder verbrannt werden, besser gesagt, in unserem schicken Krematorium. Hier, das werden wir einsammeln lassen. Das nehmen wir mit. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Silber sogar rumliegen. Alles her. Nehmen wir natürlich gerne. So, Feuerchen ist auch noch. Das ist jetzt aber halb so wild, würde ich denken. Der Angriff haben wir gut überstanden. Also wir sind auch, habe ich gerade das Gefühl, ein bisschen overpowered mit unseren Waffen. Aber gut, die haben wir uns ja ehrlich erbeutet. Die haben wir selber erbeutet durch einen harten Kampf, wo wir Edelrad 1 und Erna 1 verloren haben. Ja, na gut. So, das Dingens wird... Hier, der Raum ist auch fast fertig. Dann würde ich fast dazu tendieren, dass wir hier den Raum dann schon mal weiter ausarbeiten. Haben wir das Ding jetzt hier schon mal fertiggestellt? Ich weiß es nicht. Warte mal. Verbleibende Arbeit 265 von Edelgard. Okay, das muss Edelgard sozusagen auch zu Ende führen. Das ist ja ungünstig. Ja, dann macht das mal. Crafting at the Stahl. Crafting Stahl Astro Konsole. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Okay, sie baut weiter. Na gut, ist eine Maßnahme. Da müssen wir halt nur gucken, wenn das halt nur personenabhängig oder personengebunden ist, genau, dass die halt dann auch da dran bleibt. Gerade wenn das halt so jemand macht wie Edelgard und Co. So, Feuer. Ja, gut. Das wird schon nach und nach gelöscht werden. Da habe ich jetzt keine Bedenken. So. Wichtiger ist, dass das Ding hier erstmal fertig wird. Edelgard, was hast du vor? Nein, bleib mal hier dran. Du bist doch gleich fertig. Ein bisschen noch. 120 Arbeitseinheiten noch. Ich will sehen, was wir dann hiermit machen können. Das müssen wir halt irgendwie zusammensetzen. Immer noch Feuer. Ich weiß, aber du wirst hier immer noch bauen. Also sie wollte sich ausruhen. Na gut, das wäre theoretisch in Ordnung. Praktisch würde ich sie gern noch das fertig bauen lassen. Genau, wunderbar. So, da hat man das Stahl-Astro-Chassis, wofür auch immer wir das jetzt brauchen gerade. So, jetzt müssen wir hier noch eine Aufgabe hinzufügen. Astro-Chassis, Launch-Astro-Miner. Forschung 15. Das Rezept Launch-Astro-Miner benötigt die nachfolgenden Fähigkeiten. Allerdings hat niemand aus deiner Kolonie diese Fähigkeiten. Forschung 15. Nicht mal Kopse. Die ist doch so heftig dran hier am Forschen. Nee, noch nicht, aber bald. Hm. Okay, das kriegen wir hin. So, trotz dessen will ich natürlich erstmal wissen, worauf du bestehst dann. Benötigt ein Astro-Miner. Okay, also den müssen wir erstmal fertigstellen. Create Astro-Miner, was brauchst du?
Astro Chassis, okay. Und das MK2-Modul, okay. Das heißt, wir müssen dieses MK2-Modul herstellen. Das wäre der nächste Punkt. Arbeitsaufwand nur aus Stahl, bitte. Ah ne, der braucht beides. Ach scheiße, okay. 25 Plaststahl, 25 Stahl. Das sollten wir zusammenbekommen. Ja, dann wird das als nächstes gemacht. Dann können wir diesen Astro Miner herstellen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir damit anfangen können. Naja, ja, kriegen wir schon hin. Feuer. Ja, immer noch. Ihr könntet das eigentlich auch mal löschen. Oder ist das nicht unser Heimatgebiet? Ich weiß es nicht. Zone. Lass mal schauen. Heimatgebiet. Ne, Tatsache, ist nicht unser Heimatgebiet hier. Das sollten wir mal verändern. Das alles ist eigentlich unser Heimatgebiet. Alles, was innerhalb unserer eigenen Mauern liegt, natürlich. So. Jetzt müssten die sich drum kümmern und dann, glaube ich, wird das auch effektiv gelöscht diesmal. Behandlung benötigt. Ernsthaft, Taisia, bist du bekloppt? Grupp brennt auch noch. Glaube ich zumindest. Lösch mal Feuer. Ne, Grupp brennt nicht, sah nur so aus. So, okay. Gut, aber jetzt wird das Ganze. Jetzt kriegen wir das hin. Kein Problem, wunderbar. Und die Schildkröte darf auch gesammelt werden. So, Besuchergruppe und verrücktes Tier. Hm, lass gucken. Hm, ein Schildi, die verrückt ist. Gut, die wird erschossen werden, wenn sie es schafft und wenn sie bis dahin immer noch verrückt ist, das vorausgesetzt. Gut, dann... Ja, was wollte ich denn machen? Ich wollte hier eigentlich nochmal gucken, wie weit das Ding jetzt hier ist. Temperatur innen 20 Grad, das sieht gut aus. Und ist Macintosh jetzt eigentlich schon schwanger? Wir müssen mal gucken, bei Körper. Ich übersehe ja die Meldung gerne mal. Nein, kein schwangeres Hundemädchen dabei. Schade. Aber ihn müssen wir halt noch trainieren. Wenn er schon 11 Jahre alt ist, aber noch kann er. Mensch, kannst du bestimmt auch noch mal ein Kind zeugen. Das muss doch jetzt nicht ausgeschlossen sein, nur weil du 11 Jahre alt bist. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht passiert es ja noch. Gut. So, das Ding ist, glaube ich, ein Auftrag. Wir brauchen halt mal jemanden, der das in erster Linie auch machen kann. Das müsste eigentlich ja jemand sein, der Handwerk bevorzugt, wie Timmy zum Beispiel. Timmy, was versuchst du gerade zu machen? Du meditierst. Wie wär's, wenn du das hier machst? Genau, da trägt er nämlich erstmal die Sachen hin, das ist schon mal die halbe Miete. Und wird das dann eventuell gleich auch fertig bauen. Dann müssen wir mal halt gucken, weil mich würde das schon mal brennend interessieren, was wir dann daraus herstellen können. Wäre schon ganz spannend zu wissen. Okay, das ging schnell. Na wunderbar. Da hat er das Ding auch fertig, dann legt er das auch direkt ins Lager rein. Mhm. So, dann müsste er, das machen wir dann am nächsten Tag, das soll er dann morgens machen, nach dem Schlafen. Da werden wir ihm dann natürlich nochmal den Auftrag geben, dass er dann auch das Ding ins hier herstellt, diesen Astro-Miner. Genau. Können wir da noch theoretisch was anderes herstellen? Astro Chassis, Harvest, Micro Nebula. Was brauchen wir denn dafür? Dazu brauchen wir einen Astro Miner. Okay. Ich verstehe es gerade noch nicht so richtig. Create Astro Miner. Achso, hier, das ist die Reihenfolge. Wir müssen den erst createn natürlich, das ist klar. Dann müssen wir den launchen. Und ich denke mal, dann müssen wir das mit dem Harvest hier machen. Ich weiß nicht, ob das die Reihenfolge ist. Aber auf jeden Fall sehr umständlich. Benötigt nur Astro Miner und Arbeitsaufwand. Okay, das ist relativ schnell gemacht. Und das Ding benötigt Astro Miner. Ich weiß nicht, ob wir den dann noch haben oder ob wir den jetzt wieder neu herstellen müssen. Hm, keine Ahnung. Okay, werden wir aber herausfinden nach und nach natürlich. Gut, erstmal Zeit wieder schneller laufen lassen. Und dann sollen die sich erstmal auspennen alle. Weil das Ding läuft auch wieder. Ich glaube, das müssen wir nochmal umstellen, dass hier auch wirklich Dingens gelagert wird. Das könnte man theoretisch auch auf kritisch stellen, weil das ist ja genau das, was wir dort brauchen. Genau, so. Besuchergruppe wäre da. Ist jetzt nicht ganz so entscheidend. Jetzt haben wir jetzt auch langsam hier ein bisschen Licht drin. Das sieht doch schon viel freundlicher aus. Ach ja, und wir wollten hier den Boden verlegen. Dann nehmen wir natürlich die Metallfliese und zimmern die hier einmal querbeet ein. So, bis dahin auf jeden Fall. Jetzt überlege ich, was nehmen wir da? Hm. Ich würde fast sagen, dass wir hier den Cremeteppich dann nochmal reinlegen. Genau, das sollte in Ordnung sein. So, dann müssen wir den Raum natürlich dann auch noch auskleiden, so nach und nach. Aber das wird alles werden.
Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Ach ja, und solche Dinger können wir natürlich jetzt hier auch bauen. Unsere, ja, wie nennt man, wie heißen die? Bei Produktion war es auf jeden Fall drin. Hydrokulturen, genau. Dass wir die dann hier auch mal mit hinsetzen. Dass wir ganzjährig sozusagen mit Teufelsgarn versorgt werden und das dann immer wieder verkaufen können. So, sollten wir aber natürlich nach und nach hinkriegen. Das ist jetzt nicht das Problem. Guck mal, der säubert hier fleißig. Braucht er gar nicht. Ist eigentlich sinnlos. Ich glaube, da wäre es fast sinnvoll, wenn wir hier den Boden entfernen, weil wenn der Boden weg ist, wird es auch nicht dreckig. Dann ist es halt schon dreckig und dann wird es nicht mehr gesäubert. Gut. So. Okay, hier der Boden wird auch langsam. Mensch, das läuft hier bei uns. Ja, alles nach und nach. Und ansonsten. Warte mal, wo waren wir denn gerade dran? Hier, stimmt, hier waren wir dran. Da war doch irgendwas. Astro Miner is created. Okay, jetzt muss der nur noch gelauncht werden. Kann das Timmy vielleicht auch noch heute machen? Wir haben zwar schon 22 Uhr, ich weiß, aber wie Fertigkeit zu gering. Fertigkeit zu gering. Forschung 15. Ach stimmt, das musste ja die Dings machen. Wo haben wir sie? Kopzee. Lass mal schauen. Wie weit bist du jetzt? Hast du schon Level 15 erreicht? Jawohl, hast du. Dann müssen wir dir das in Auftrag geben, dass du das auch machst. Gut. Na denn. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passieren wird. Man sieht nicht, wie viel Arbeit noch übrig ist. Sie macht es einfach. Okay, Debris. Aufgabe beendet. Launch Astrominer. Aha. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Irgendwas trägt sie auch weg, kann es sein? Warte mal, was trägst du denn weg? Astrocrate. Was ist Astrocrate? Muss ich es wissen? A vacuum sealed Astrotech Astrocrate containing precious metals. Aha. Okay. Und wie kriege ich jetzt die Metalle dort raus? Ich weiß es nicht. Hier offenbar nicht. Oder bei Mechanoiden? Nee, auch nicht. Also man müsste das ja zumindest hier dabei stehen. Aber kriegen wir daraus wahrscheinlich auch nicht raus. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da noch einen extra Tisch, den wir bauen müssen. Wäre eine Idee. Astrotech-Konsole. Ist im Moment der einzige, den wir bauen können. Können wir hier irgendwie die Aufgabe hinzufügen? Ja, und das geht jetzt nicht, weil wir nicht genug Material haben. Also hier fehlt uns der Astrominer gerade. Interessant. Okay, also irgendwie müssen wir das hier zerlegen können. Ich weiß nur noch nicht wie. Waffe, Schlacke. Zur Schlacke wird das auch nicht zählen, oder? Die hat man ja hier auch schon ausgewählt. Nee, zur Schlacke zählt das auch nicht. Zählt das vielleicht zur Waffe? Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das als Waffe zählt. Ich glaube auch wenn, dann hätten die einen extra Unterpunkt hier angelegt für sowas. Nee, ich denke nicht. Also damit ist das auch der falsche Tisch dafür. Hier wird es auch nicht gehen. Da hat man schon gerade geguckt, da geht es auch nicht. Kann man hier noch irgendwas anderes dazufügen? Nee, eigentlich auch nicht so wirklich. Also zumindest nichts, was Sinn ergibt. Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was wir dann daraus machen können. Vielleicht wisst ihr es ja auch, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich bin zwar immer noch am Vorabaufnehmen. Ja, und das ist auch nicht gerade wenig, glaube ich. Aber irgendwann lese ich dann schon und dann weiß ich es natürlich. Und das würde mich sehr freuen, wenn ich das dann auch erfahren würde, wenn ich es bis dahin nicht vielleicht sogar schon selber herausgefunden habe. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich denke mal, wir müssen halt einfach noch ein bisschen weiter forschen. Dann kriegen wir dann schon das irgendwann ran, was wir dort brauchen, um das zu zerlegen. So, schlechte Laune haben wir. Bei wem denn? Okay, beim Jack. Wer hatte denn die Pest? Jack, wieso läufst du hier rum? Junge, du musst schlafen. 99% Immunität? Okay, wurde immun. Ja. Na gut, dann kannst du auch wieder rumlaufen. Aber halt mal fast trotzdem, also war knapp. Das wäre unser Fehler gewesen, oder mein Fehler natürlich in erster Linie, wenn der jetzt abgekratzt wäre, weil ich nicht darauf geachtet habe, dass der im Bett liegen bleibt. Hat der die Pest eigentlich auch schon überwunden? Hier hatte doch auch irgendeiner sich damit angesteckt. Wurde immun. Okay, der hat es sozusagen auch geschafft, wunderbar. Na gut. Können wir eigentlich schon bei den Produktionssachen hier, können wir schon die Teile bauen für die bionischen Gliedmaßen? Ja, können wir. Und da wird das hier fast mal notwendig sein, dass wir sowas mal hier mit reinsetzen. Und
Dann denke ich, einfache Prothesen brauchen wir auf jeden Fall auch. Genau, den müssen wir mal direkt daneben nochmal mit hinsetzen. Dann haben wir das schon mal soweit abgedeckt. Ersatzorgane wäre eine Maßnahme, können wir hier hinsetzen. Und was brauchen wir noch? Grundlegende Prothesen, glaube ich, können wir auslassen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Den Rest, das hat man hier schon alles gebaut. Das ist in Ordnung. Genau. So, jetzt überlege ich, ob wir die Wände hier noch wegreißen. Würde, glaube ich, besser aussehen, wenn. Machen wir auch mal. Bis dahin auf jeden Fall. Und hier werden wir die Wand auch nochmal entfernen. Dann müssten wir wahrscheinlich das Stromkabel hier nochmal irgendwie anders verlegen. Das müssten wir vielleicht sogar machen, bevor wir den Tisch setzen, oder? Ich weiß es nicht. Nee, es dürfte keine Rolle spielen. So, dann legen wir hier das Stromkabel lang. Und dann müsste das soweit erstmal klar gehen. Dann können wir das nämlich dann auch wieder abreißen. Hier können wir dann noch den Boden entsprechend mit reinzimmern. Ja, wird alles nach und nach gemacht. So, wunderbar. Das läuft aber, glaube ich, erstmal alles soweit. Genau. Wie viel Stahl haben wir da? Können wir das uns gleich leisten? Ja, zumindest ein bisschen noch. Dann machen wir die Reihe hier zumindest erstmal mit den Metallfliesen noch. Das wäre schon mal eine Maßnahme. Ja, den Rest, das müssen wir mal gucken. Ein bisschen Stoff haben wir noch. Da können wir hier sogar noch einen Teil des Zimmers schon mal anfangen, zumindest. Das wäre auch schon mal was. Mal gucken. 215 Stoff haben wir. Und hier verbrauchen wir schon mehr, als wir haben. Okay. Dann machen wir diese drei Felder zumindest erstmal. Das ist ja auch schon mal was. Und hier haben wir das Teil reingelegt. Stimmt, da wollte ich auch mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wir können nur Waffen oder Kleidung lagern. Ist beides jetzt nicht wirklich das, was wir jetzt unbedingt dort drin liegen haben wollen? Ja, weiß ich nicht. Da wäre es fast sinnvoller, das leer zu lassen oder doch Kleidung zu lagern. Doch Kleidung würde mehr Sinn ergeben. Also würde zumindest optisch irgendwie besser passen als Waffen, oder? Lassen wir die Waffen dort auslagern und nehmen dafür die Kleidung. Dann gucken wir mal. Weil, wer hat keinen Kleiderschrank bei sich im Schlafzimmer? Also von daher, das würde Sinn ergeben. Aber so einen Waffenschrank im Schlafzimmer hat nicht jeder, würde ich mal denken. Würde mich zumindest wundern. Die Amis vielleicht, aber bei den Deutschen sieht es, glaube ich, noch anders aus. Gott sei Dank auch. Es reicht, wenn sich die Amis die Birne wegknallen und das dann noch rechtfertigen, dass sie noch mehr Waffen brauchen. So. Die Teile müssen wir noch einsammeln lassen. Warte mal, nur die, genau, dass die ja auch endlich mal wegkommen. Gut, das ist immer noch nicht gemacht oder erledigt. Die verrotten hier, glaube ich, schon langsam, kann das sein? Verdirbt nicht. Nee, okay. Aber die müssten trotzdem abtransportiert werden. Das wäre mal ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, wer das machen sollte. Gut, die Tische sind gesetzt worden, wunderbar. Dann können wir hier auch eigentlich schon mal für Licht sorgen. Beim Möbel, Stehlampe hätte ich gern. Und zwar hätte ich gern hier eine. Und da stellen wir vielleicht Blumentöpfe hin. Hier können wir auf jeden Fall eine mit ranstellen. Genauso wie dort. Und hier werden wir auch auf jeden Fall eine mit dazustellen. Und eventuell hier auch nochmal. Ja, machen wir dort auch nochmal. Dann können wir hier aber auch eine mit dazu nehmen. So, sehr schön. Dann kann das Stromkabel wieder weg. Genauso wie hier die Stromkabel. Na komm. Man könnte es natürlich auch einfacher haben. Warte mal. Wir machen es mal so. Genau. Und theoretisch, das Stromkabel könnte auch wieder weg. Das brauchen wir dort auch nicht unbedingt. Stromkabel, genau. So. Wunderbar. Dann hätten wir uns auch darum gekümmert. Dann kriegen wir da zumindest wieder ein bisschen Stahl raus. Ist zwar nicht die Menge, aber naja. Und dann können wir hier auch für die Deko halt was tun, dass wir hier die Blumentöpfe nochmal mit reinstellen. Die nehmen wir natürlich selbstverständlich aus Holz. Forschung abgeschlossen. Biofuels, okay. Dann lass gucken. Nehmen wir das mit der Communication. Was auch immer uns das halt ja, ermöglicht. Ich weiß es nicht. So, Blumentöpfe wollte ich weiterstellen. Genau. Hier einer mit hin. Dann hier vielleicht nochmal welche mit hin. Und hier vielleicht auch nochmal welche mit hin. So, sehr schön. Dann hätten wir schon mal was für die Deko getan. Temperaturmäßig, glaube ich, bräuchte man mal noch eine Heizung hier drin. Temperatur, Heizkörper, wo stellen wir dich hin? Könnte man hier stellen. Wäre eine Maßnahme, wäre eine Idee. Weiß noch nicht, ob mir das gefällt dort. Aber es wäre schon sinnvoll. Doch, wir stellen es mal hier oben hin. Sollte passen. Oder warte mal, noch besser. Wir machen es mal anders. Architekt, Heizung, wir stellen es dorthin. Da fällt es, glaube ich, nicht ganz so sehr auf. So, wunderbar. Kriegen wir alles hin. Dann muss das natürlich noch bodenmäßig, bodentechnisch alles ausgekleidet werden hier drin. Aber auch das schaffen wir natürlich nach und nach. Da bleiben wir auch dran. So, Leute. Na, das wird auf jeden Fall alles. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die nächste Ernte erstmal wieder abwarten.
dass wir ordentlich Stoff bekommen, dass wir hier die Räume natürlich weiter auskleiden können. Guck mal, hier haben sie die Kleidung reingelegt. Das ist super. Und ich glaube, das gefällt mir auch so. Das heißt, wir werden davon noch mehr bauen, dass wir einfach das optisch ein bisschen aufpeppen können. Vielleicht auch nicht immer auf dieselbe Seite, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach mal an der Tür hier mit ran, dass es alles ein bisschen anders aussieht. Ein bisschen Vielfältigkeit hier reinkommt. Und nicht so Standardbau ist. Hm. So, vielleicht hier auch mal neben das Bett oder so. Ja, wäre eine Maßnahme. Und dann vielleicht trotzdem auch hier nochmal mehrere Teile einfach. Genau. Genauso wie hier. Und, warte mal, nee, hier so rum war richtig. Machen wir es dort nochmal mit ran. Vielleicht auch hier einfach mal im doppelten Sinne. Wobei, wenn, dann schon direkt nebeneinander. So, wunderbar. Und das Ganze müssen wir natürlich dann nach und nach so durchziehen. Und da kommt hier auch nochmal eins ran. Da mit eins dazu. Und hier vielleicht noch. Und dann hier nochmal und so weiter und so fort. Genau, dass wir halt auch, wie gesagt, ein bisschen Abwechslung hier reinbekommen. So, okay, das sollte passen. Wunderschön. Prothesenhändler ist da. Da, glaube ich, müssen wir keinen Blick drauf werfen, oder? Oder, naja, doch, wir machen mal. Einfach mal zum Schauen, was er so hat. Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes dabei. Ja, alle Sachen, die wir uns nicht leisten können. Obwohl doch, wir haben 6.900 Silber. Hm. Aber trotzdem nicht wirklich was Interessantes, würde ich denken. Außer halt diese eventuell, also außer eventuell diese verbesserte künstliche Wirbelsäule, das wäre eine Idee. 35% arbeiten, bewegen. Hm. Aber nicht wirklich notwendig. Nee, brauchen wir nicht. Da sparen wir die Kohle lieber für andere Sachen auf. Gut. So, na wunderbar. Dann würde ich fast sagen, wir haben es für diese heutige Folge geschafft. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder natürlich wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.